Zusammen, da bin ich wieder und ich freue mich, dass ihr auch wieder hier seid bei mir und meiner Nail-Fantasie. Heute fange ich an mit Weihnachtsstamping, Platten, Reviews und Swatches und es geht los mit zwei Platten von Beauty Big Bang. Die waren schon bei dem Halloween-Set dabei und da habe ich euch die nur kurz mal gezeigt, aber noch nicht großartig uns angeschaut. Das werden wir heute machen. Ich stemple mit dem goldenen Stempel von Beauty Big Bang, den habe ich also auch reviewed, das kann ich euch hinten ranlinken, das Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da gibt es momentan auch einen wunderschönen Scraper dazu mit Weihnachtsdesign und wir fangen an mit den zwei Platten. Ich zeige sie euch ganz kurz und danach machen wir Swatches. Bevor ich euch die Platten genauer zeige, zeige ich euch, was ich heute für Lacke benutze für die Swatches. Und zwar habe ich hier drei Lacke vom DM, die gibt es auch momentan noch alle. Das ist einmal dieser wunderschöne von Trended Up, die haben ja nur Nummern, das ist die 240. Ein ganz, ganz schönes Rot ist das. Dann haben wir hier von Brushed Metals von Essence, das ist der Can't Stop the Feeling. Richtig schön schimmerig hier. Auch wunderschön jetzt für Feiertage. Und dann habe ich aus meinem Essie Adventkalender, der heißt In the Mood Ring. Und das ist einer, der ist schwarz mit Gold- und Silberglitter. Richtig große Gold- und Silberglitter sind da drin. Da braucht man allerdings drei Schichten, damit der deckend ist. Und ich benutze zum Stempeln unterschiedliche Lacke, die alle keine Stamping-Lacke sind. Und zwar einmal den weißen von Funky Fingers. Dann habe ich hier Color Alike, das ist der Supernova. Und dann habe ich hier einen Technochrom von P2, das ist der Pink Spark. Und dann zeige ich euch jetzt die Platten etwas genauer. Und wir fangen an mit der kleinen Nummer 5 hier. Das sind also hauptsächlich Sweater Muster und hier haben wir so ein Strickmuster, also alles, was jetzt perfekt zu dem etwas kalten Wetter draußen passt. Es schneit nämlich gerade schon den ganzen Tag. Lasse ich also kurz hier liegen, könnt ihr euch ganz genau anschauen. Die Muster sind wie immer groß genug, dass sie auch auf längere Nägel passen. Wo haben wir einen längeren Nagel? Hier. Und dann haben wir die zweite Platte, das ist die Nummer 06. Hier haben wir drei Vollnagelmotive und einzelne ganz süße Motive, die man ausfüllen kann oder halt eben auch so benutzen kann zum Stempeln. Ich werde jetzt von jeder Platte drei Swatches machen. Wie immer lasse ich das schneller laufen, also zurücklehnen, entspannen, was zu trinken holen und ich sehe euch hinterher nochmal mit den Swatches. Bis gleich. So, da bin ich wieder, die Swatches sind gemacht und ihr habt es gesehen, Pickup war perfekt, die Platten haben eine sehr gute Qualität, sind also sehr gut geritzt, da gab es überhaupt keine Probleme und hier habe ich die Swatches nochmal für euch im Detail, sieht also sehr schön aus. Ich habe nicht mit Stamping Polishes gestampt heute hier,
Das waren alles Non-Stamping-Polishes und es hat trotzdem wunderbar funktioniert. Dieses Muster finde ich auch total schön. Und dann das letzte hier, das sieht ein bisschen vom Effekt rauer aus, weil ich einfach hier den heftigen Glitter drunter habe. So, jetzt ist es scharf gestellt. Aber auch hier kann man alle Details sehr, sehr schön erkennen mit den kleinen Bäumchen und mit dem Schlitten und mit den Schneeflocken unten. Auf der zweiten Platte hatten wir ja dann hier auch einzelne Muster, die ich auch hier aufgenommen habe. Sehr, sehr schön zu erkennen. Hier der Nikolausi oben und unten die Schneeflocke. Die ging halt nicht mehr ganz drauf, die habe ich dann nur noch halb gestempelt. Perfekter geht es gar nicht, das aufzunehmen. Und das sind natürlich sehr, sehr schöne Farben. Ich glaube, das hier ist mein Lieblingsmotiv von den zwei Platten. Das mit diesen Candy Canes. Das finde ich total goldig hier. Und dann haben wir hier noch die Hirsche und den Wald. Auch sehr, sehr schön geworden. Was hat euch denn am besten gefallen? Welches Motiv habt ihr von den Platten schon? Sagt mir es unten in den Kommentaren. Ich freue mich immer, wenn ich von euch höre. Und das war's auch schon für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Nicht vergessen zu abonnieren. Hier an der Seite kommt jetzt so ein runder Kreis mit meinem Kopf. Einfach draufklicken, kostet euch nichts. Und dann verpasst ihr keine meiner künftigen Videos. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Adventszeit, wo immer ihr auch seid. Und tata, bis zum nächsten Mal.